Kurt meldet sich vor einem berühmten Regisseur in Ostdeutschland, während 1945 bis 1945 die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war im Jahre 1911 in einer kleinen Stadt neben Berlin, die Charlottenburg heißt, geboren. Während seiner Kindheit hat er bei der Fabrik seines Vaters gearbeitet, die Filmkopien produziert. Bei der Fabrik hat er etwas über Fotochemie und Filmentwicklung gelernt. Er hat Chemie, Ingenieurwesen und politische Wissenschaft an der Technischen Universität München studiert. Im Jahr 1932, nach seiner Zeit an der Uni, hat er angefangen, Filme in seiner Freizeit zu produzieren. Während des Dritten Reiches war Kurt Maitzig ein Mitglied der damals illegalen Kommunismuspartei in Deutschland, da er ein Unterstützer von Kommunismus war. Nach dem Krieg hat er gewollt, eine Filmorganisation zu finden, die hilft, die Deutsche über die Nachteile der Nazis zu lernen. Er war erfolgreich damit und die Organisation Filmaktiv erfunden. Das Ziel dieser Organisation war, erfolgreiche Filmproduktion zurück zu Deutschland zu bringen. Im Jahre 1980 wurde er der Präsident des offiziellen deutschen Filmvereins und hat diese Besitzung bis 1990 gehalten. Eine Totalkritik. Erst im Jahre 2012 in Mecklenburg gestorben, weil er ein Mitglied der illegalen Kommunismuspartei während der Nazi-Regime war, konnte Maitzig sich wie ein Außenseiter erkennen, da er direkt gegen die Nazis geht. Und in Perspektive der Nazi-Unterstützer nach dem Zweiten Weltkrieg war Kurt Maitzig sich ein Außenseiter, denn er war progressiv und wollte weg von dem Nazi-Idealismus bewegen. Anstatt die Nazis zu unterstützen, lehnte Maitzig sie ab. Er hat gehofft, dass die Menschen von Deutschland die Nachteile des Nazi-Idealismus verstehen könnten. Kurt Maitzig hat die Filmindustrie positiv für Deutschland beeinflusst.